Hallo und willkommen zurück bei Divinity 2 Ego Draconis. Mit diesem wunderbaren Helm machen wir uns jetzt auf den Weg und werden eine Trophäe suchen, die größer ist als die des Wildschweinkopfes. Als die des komischen Menschen mit dem Wildschweinkopf, den er erlegt hat. Ihr wisst, was ich meine. Gut, aber erstmal auf dem Weg liegt noch Maxien, der Vogelbeobachter. Und diesen Vogelbeobachter werden wir uns jetzt nochmal vorknüpfen, denn wir haben eine Quest, die mit dem zu tun hat. Und da werde ich mal gucken, was man da so mit erreichen kann, indem man den jetzt anquatscht. Irgendwie gar nichts. Bist du nicht Maxien? Du bist doch Maxien. Richard hat mich darum gebeten, die Wachen des neuen Ordens loszuwerden. Ich könnte Hilfe... Nein, doch, eigentlich schon. Kümmert euch selbst, warum stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Oh, netter Kerl. Das ist aber ein schöner Vogel. Okay, scheinbar ist er doch ein bisschen an Vögeln interessiert. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo dieser Hof ist. Egal, wir gehen einfach mal hier weiter, obwohl ich hier eigentlich nicht weitergehen wollte. Denn das sieht ziemlich goblinhaft aus. Wo laufen wir denn gerade lang? Wir laufen gerade hier hinunter. Da unten ist eine Brücke. Da geht's über den Fluss. Kann man hier... Warum steht hier eigentlich nirgendwo was dran? Ich glaube, das sieht aus wie ein Hof. Das könnte Richards Hof sein. Da will ich jetzt hin. Da muss ich hier irgendwie wieder zurück. Und dann runter zum Fluss. Laufi, laufi, lauf. Ja, dieses Laufen ist immer besonders spannend. Ich glaube, das ist da drüben. Das sieht fast so aus. Lalalala. Wir können ja mal ein paar Vögel beobachten, während wir... Oh, wie schön, die Sonne. Komisch, dass die ganze Zeit schon die Sonne am Untergehen ist, aber es wird nicht dunkel. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, was soll's. Ah, ist das nicht schön? Da ist ein Wildschwein. Das ist vielleicht nicht größer als das, was über dem Kamin hing. Was wir uns nicht angesehen haben, aber ich schätze, es war größer als ein normales Wildschwein. Das sieht aus wie ein Hof. Ja, hier sind wir richtig. Hier können wir wieder irgendwas plündern. Gut, da sind wahrscheinlich diese Waren. Lomax, Tarn. Ich wäre ein Schwein. Ein Huhn, meine ich. Ein Huhn. Hallo, was hast du denn für eine Quest? Dana? Oh, guten Tag, Drachentöter. Würdet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Aber selbstverständlich, meine Dame. Hallo, du bist weiblich. Aber selbstverständlich, Dana. Wunderbar. Bitte bring diesen Brief zu Dirk, dem Dorfschmied. Oh. Er erzählt meinem Mann nichts davon. Das ist vertraulich. Aha. Du bist ja eine... Ja, das habe ich jetzt nicht gedacht. Nein, nein, nein. Sowas darf man nicht denken. Das ist gemein. Bock, 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 bock. Komm mal her. Bock, 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 bock. Hühnchen. Ach Mensch, ich bin zu doof zum Hühnertöten hier. So, ein bisschen Nahrung muss sein. Für meine Sammlung? Ja, ja, für meine Sammlung viel eher. Hübsch, so ein Hühnerkeulchen. Das haben wir sogar erwischt. Hahaha, ich werde immer besser im Hühnertöten. Das ist auch wichtig. Also Hühnertöten ist absolut wichtig. Wir machen hier gerade den ganzen Bauernarm. Aber das, den ganzen Bauernhofarm, weil wir die ganzen Hühner töten. Hase! Bisschen Abwechslung muss sein. Warum droppt er eigentlich keine Hasenkeule? Was ist hier drin? Leer. Nichts. Nichts. Langweilig. Das ist ätzend. So, gehen wir mal hier rein. Bevor wir die Wachen vergraulen. Das sieht nach Gegnern aus. Kiste, leer. Kiste. Da ist was drin. So, jetzt gucke ich mir das alles an. Kiste, Gold, Kiste leer, Sack leer, ey du Sack, Kiste leer und da ist wieder was drin. Okay, das gucke ich mir gleich mal an. Ich habe viele Sachen, die ich mir angucken könnte. Ach, kurzer Prozess. Hier ist nichts drin, hier auch nicht, doch, da ist was. Ah, ja, ich muss erstmal alles plündern. Formel für geringe Intelligenz. Was haben wir hier? Lecker essen. Was ist das? Hühnchenkeule. Und Bier und noch eine Hühnchenkeule. Da möchte man eigentlich gar keine Hühner töten. Da kriegt man die Keulen auch so.
Und 36 Gold. Ach Mensch, hier ist ja richtig was zu holen. Gold, 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 Gold. Und was ist das? Verschlossen. Aha, Schlösser knacken reicht nicht aus. Das ist schade. Das da unten sieht irgendwie nach Gegner aus. Ich werde speichern. Denn die Lume ist ein Schisser geworden, nachdem ich schon so oft gestorben bin. Das ist ziemlich selten schlecht, dass ich so oft sterbe. Und deswegen einmal gespeichert. Nicht bewegen. Ach, kann nicht mit Schlösserknacken geöffnet werden. Okay, das können wir dann also vergessen. Dann haben wir das Haus schon. Gibt es hier noch eine Treppe nach oben? Nein, dann haben wir das Haus schon weitestgehend ausgeplündert. Und wir werden uns daran machen, die Wachen wegzujagen. Was haben wir denn hier? Kann man den mitnehmen? Nein. Kiste leer, Fass leer, Fass leer. Man kann hier ja irgendwie alles angrapschen und wegnehmen und mitnehmen und... Korb leer. Das sieht alles leer aus. Gibt's hier hinten noch irgendwas Schönes? Kiste leer. Musst du immer leer sein? Kann man dich töten? Kevin, drücke E zum Reden. Hallo Kevin. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Sehr witzig. Lasst sie bitte in Ruhe. Sie werden bald nach Flussheim gebracht. Sie sollen aber nicht nach Flussheim gebracht werden, denn wir haben ja den Auftrag, genau das zu verhindern. Und das werden wir jetzt tun, indem wir sie verprügeln. Ich hoffe, ich muss sie nicht verprügeln, denn sie sehen stärker aus als ich. Kann ich hier lang? Ja, ich kann hier lang. Hallo. Damit... Korb leer, Korb leer. Gibt's hier irgendwas Schönes? Nein, hier gibt's nichts Schönes. Ah, geh aus dem Weg. Aus dem Weg. So, dich möchte ich anquatschen. Ja. Ja. Die Formalitäten sorgen bei mir an gewissen Stellen für Juckreiz. Ah, komm. Und die Drachentöter euch. Schön, dass unsere Orden freundschaftliche Beziehungen geht. Naja. So sagt. Ich bin hier, um die Interessen von Alleroth zu vertreten. Die Stadt braucht die Lebensmittel genauso dringend wie Flussheim. Das ist sicherlich ein edles Vorhaben, aber ich habe meine Befehle. Diese Kisten müssen in Flussheim ankommen. Ich muss leider darauf bestehen. Wir werden nicht zurückweichen, Drachentöter. Moment, geht das auch anders? Ich möchte mal kurz Gedanken lesen. Hilft das? Ich glaube nicht, dass das hilft. Doch, guck mal hier. Ich bewundere eure Standhaftigkeit, besonders wo sich doch Elisabeth im Dorf so einsam fühlt. Elisabeth? Einsam? Ja, ich habe zufällig gehört, wie sie traurig Selbstgespräche geführt hat. Ihr scheint derjenige zu sein, den sie vermisst. Wirklich? Tarn, Lionel, macht euch fertig. Wir wurden zurück ins Dorf geordert. Ich gebe einen aus, Tarn. Wunderbar. Zischt ab. Sehr gut. So, muss ich jetzt hier irgendwas mitnehmen? Oder? Nö. Quest aktualisiert. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich zurück zu Maxin. Das hat ja geklappt, Mensch. Das war ja super. Also Gedankenlesen ist wirklich der Geheimtipp. Ich habe in die Tipps geguckt. Ja, habe ich getan. Ich sollte Gedanken lesen. Aber ich wusste nicht, dass es so gut klappt. Das finde ich gut. Das finde ich wunderbar. Ah, ich hoffe, das war's jetzt auch, was wir da machen müssen. Nicht, dass wir jetzt zurückgehen und dann sind die wieder da und dann stehen die wieder im Weg rum und dann haben wir ein Problem. Weil ich möchte sie eigentlich nicht verprügeln, die sahen stark aus. Hallo! Was denn? Darf ich beim Vögelgucken mitmachen? Die Soldaten des neuen Ordens sind weg, die Luft ist rein. Nein, hat's nicht. Ich sehe nach den Lebensmitteln. Ihr könnt Richard sagen, dass ich um alles gekümmert wird. Auf bald. Und tschüss! Schlösser knacken reicht wahrscheinlich immer noch nicht aus. Gut, dann haben wir diese Quest erledigt. Wunderbar. Und ab zurück, weil wir werden gleich mal die Belohnung dafür einheimsen gehen. Und danach werden wir, glaube ich, mal runtergehen und ein bisschen diese komische sprechende Kugel aufmischen, die wir letztes Mal gesehen haben. Denn mit angehendem Level 5 fühle ich mich dazu in der Lage. Ich will's doch hoffen. Und du siehst immer noch ganz schön tot aus, mein Freund. Was ist denn das? Ein Baum. Spannung steigt. So, ich würde das Ganze ja gerne ein bisschen schneller machen, aber das geht nicht. Das ist natürlich schade. So, ich genieße auch hin und wieder...
du hast auch ein kleines Brett vorm Kopf, muss ich sagen. Also, wenn du irgendwelche Probleme hast oder so, ne? Dann kannst du auch wieder zu deinen Schweinen zurückgehen. Das ist... Der vermisst die bestimmt ganz furchtbar. Ja. Gut. So viel dazu. Ein absolut bugfreies Spiel. Wo ist er denn, der komische Typ in der komischen Rüstung? Da bist du nicht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Er ist weg. Du warst doch hier irgendwo. Wer bist du denn? Du gibst mir eine Quest. Drachentöter, bitte hört mir zu. Ich brauche unbedingt Hilfe gegen meinen Schwein. Was ist denn mit euren Schweinen? Ich werde versuchen, sie von der Schlachtbank zu retten. Oh, gesegnet seid ihr, Drachentöter. Die Schweine sind drüben auf Karls Hof. Flüstert Rosenknospe in Kevins Ohr und sie werden an einen sicheren Ort laufen. Sehr gut, dann wissen wir jetzt auch, warum wir mit Kevin sprechen konnten. Und wo ist jetzt der Fatzki hier mit der komischen Rüstung? Wo läuft er denn rum? Ach, komm schon. Ich habe keine Lust, dich ewig zu suchen. Da bist du doch. Hallo. Die Sache mit den Suchenden ist erledigt. War nur ein wenig Überzeugungsarbeit nötig. Ich hätte das nicht mit Worten, sondern mit der Klinge erledigt. Aber es war eure Sache. Gute Arbeit, Drachentöter. Richard von Alleroth ist euch dankbar. Sei mir nicht dankbar, gib mir was. Nehmt dieses Geld. Und solltet ihr mal in der Stadt der Heiler sein, grüßt General Luxurius von mir. Connections sind immer gut. So, ihr habt Festschmaus oder Hungertuch erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnung. Mensch, das geht ja richtig voran hier. Zwar nicht in der Hauptquest, aber es geht voran. Der Ring. Plus 1 zu Gewandtheit oder 320 Gold. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was mehr wert ist. Ah, ich bin so ein bisschen goldgeil. Ich nehme jetzt einfach das Gold. So. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? Wir müssen jetzt erstmal wieder die Schweine retten gehen. Und gleich auf dem Weg werden wir noch ein paar Pots kaufen. Und zwar bei dir. Weißt du das Neueste? Was denn? Dirk hat eine Affäre. Nein, ganz sicher. Ach, Dirk. Warum sonst würde er das tun? Stimmt, da war ja noch was. Ich sollte ja dem Schmied noch einen Brief geben. Aha. Okay, wunderbar. Jetzt, ja, ich habe gerade geschwiegen, weil ich noch zuhören wollte, was sie erzählen. Wir sollten ihm ja noch den Brief geben. Nicht noch ein Drachentöter. Hört auf, mich zu nerven, oder ich werde nie fertig. Ich habe diesen Brief für euch. Was ist das? Oh, ich habe mich schon gefragt, wann Sie... Ich sehe in eurer Schuld, Drachentöter. Darf ich wissen, was in dem Brief steht? Dana ist endlich bereit, diesen jämmerlichen alten Bauern zu verlassen. Ich werde sie sofort zu mir holen. Ihr habt ein vertraulicher Botendienst erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnungen. Tun wir doch! Starkes, magisches, leichtes Eisenschwert. Ich verstehe es nicht. Kann ich denn jetzt auch ein Schwert benutzen? Magieschaden 4 bis 7 klingt doch eigentlich gut. Kritische Treffer 5%. Nahkampfschaden 0 bis 1. Ja, wir machen ja eigentlich auch kaum Nahkampf. Wir wollen ja eigentlich nur zaubern. Plus 9 zu Lebenspunkte. Nee, da ist meiner schöner. Ich nehme das Schwert jetzt mit. Ja. Dann haben wir uns zwar die Keule... Der Schmied hat seine Preise gesenkt. Sehr gut. Dann haben wir jetzt zwar die Keule umsonst gekauft. Aber das ist nicht schlimm. So eine Erfahrung muss man machen. Das möchte ich jetzt ausrüsten. So, das nehme ich. Und diese Keule werde ich jetzt dann wieder verkaufen gehen. Lalalala. Einmal baden. So, werde ich die jetzt bei dir verkaufen? Ach nee, ich gehe lieber zu meinem Kumpel in die Taverne. Ich glaube, der hat bessere Preise für mich. Und dieses Schwert sieht auch mal viel, viel geiler aus als dieser hässliche, hässliche Kolben. Muss ich auch mal dazu sagen. So, rein in die Taverne. Und wir sind fast schon wieder bei einer Viertelstunde Aufnahme, obwohl ich irgendwie gar nichts gemacht habe hier. Das ist unglaublich, wie die Zeit rennt in dem Spiel. Und die Map ist noch so riesig. Also da sind alle Möglichkeiten offen. Mein Gut. Locke. Werf doch einen Blick auf meine Ware. Na klar.
So, Locke, du kriegst jetzt erstmal das. Wirklich verkaufen? Eigentlich schon, obwohl wir haben 918 Gold. Vielleicht behalte ich ihn ja doch erstmal. Ist das hier besser? Plus 7 zu Lebenspunkte, Mana-Entzug, gewöhnliches leichtes Eisenschwert des Stieres des Magierpriesters, Magieschaden 4 bis 7, Magieschaden 1 bis 2. Nö, ich möchte meins jetzt behalten. Ich behalte jetzt meins. Aber wir haben wirklich eine ganze Menge Kohle, Mensch. Da muss doch irgendwas drin sein. Bronzearmring des Stieres des Rächers. Aura der Vergeltung. Wahrscheinlichkeit von 12% eines automatischen Gegenschlags, bei dem der Gegner 23% des Schadens erleidet, den er euch zuvor zugefügt hat. Aha. Was haben wir hier? Aura der Vergeltung. Das sind gar nicht so schlechte Sachen. Da nehme ich doch glatt mal den plus zwei. Mensch, du musst auch ein bisschen genau hingucken, Luma. Da nehme ich doch glatt mal ein bisschen was mit. So, das nehme ich mit. Und wie viele Tränke haben wir noch? Vorräte. 3 zu 6. Dann möchte ich hier noch ein paar Vorräte mitnehmen. So, nein, nicht alles. Sondern 3 Stück. Und für Belebung dann dementsprechend auch 3 Stück. So. Okay, ich glaube, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. Die Waffe... Ja, die ist selten, also werde ich sie mal behalten. Vielleicht kann man damit noch irgendwas anfangen. Aber ich werde jetzt erstmal ausprobieren, wie das mit dem Schwert hier ist. Das haben wir immerhin umsonst bekommen und dann können wir das auch mal testen. Ist ja wohl relativ Wurst. So, dann werden wir uns jetzt gleich auf dem Weg wieder zurück zu, war das Lockes? Nein, Locke war der Händler. Zu dem Hof machen und mit einem Schwein sprechen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wir sehen uns dann hoffentlich. Und tschö und tüdelü.